Wieder hebt sich der Vorhang für die Bühne in Sakir, während sich die Schauspieler auf den ersten Akt vorbereiten. Werden sie uns so wie damals 2014 fesseln, als sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton eine gigantische Schlacht lieferten? Wir werden es in Kürze erfahren, hier in Bahrain. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen insgesamt 15 Kurven gefahren. Die Kurven 1 und 4 sollten ein paar Überholmöglichkeiten bieten. Immer wieder ein Knackpunkt ist allerdings die Zufahrt zu Kurve 10. Hier haben wir in den letzten Jahren oft blockierte linke Vorderräder und den einen oder anderen Bremsplatten gesehen. Bahrain hat uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine gute Strategie alleine nicht ausreicht. Du brauchst außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz. Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen scheint, sodass sich das Feld zusammenschiebt und die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Bremsen werden enorm beansprucht. Du brauchst relativ viel Benzin und die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Kurve 1, wo du deinen Gegner ausbremsen und dich auf ein Hickhack einlassen kannst. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Hamilton, Max Verstappen und Perez. Magnussen, Richter, Ricciardo und Pierre Gasly. Hülkenberg, Stroll, Lukas Weber und Sainz Jr. Butler, Albon, Lando Norris und Kimi Räikkönen. Russell und Romain Grosjean befinden sich am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, we qualified higher than we were anticipating. Let's see if we can do just as well in the race. Ja, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem mit dem Rennen aus aus Bahrain, Entschuldigung, da bin ich ein bisschen zu früh angefahren. Platz 8! So, ich muss natürlich jetzt ein bisschen mich einarbeiten. Oh, ja gut, wir haben Reifen, die zwei Runden alt sind. Wir haben auf jeden Fall die, im Gegensatz zu allen Konkurrenz, die ältesten Reifen. So, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber den Williams tatsächlich die ersten Punkte holen kann. Diesmal bitte verdienen. Und nicht wieder so ein Rennen wie in Australien. Da haben wir leider auf zwei aus. Der Haas sieht aber auch geil aus, muss ich sagen. So, mal kurz runterschalten. Ich weiß, dass wir im Rennen natürlich einen. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, was das Gasgeben betrifft, weil wie gesagt, ich fahre auch mit mittlerer Traktion jetzt hier. Also die Anstellung, die ich gerne gehabt habe mit dem Schalten und mit der mittleren Traktion, das wollte ich in der Fall 2019 so früh wie möglich übernehmen. Das Schalten habe ich von Anfang an gemacht und das mittlere Traktion fahren wir ab diesem Wochenende. Sei denn es regnet, dann fahren wir es nicht, aber weil viele Fahrer, die ich dann der Formel 1 Sieger kenne, die fahren nämlich auch ohne Traktion und das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen zu hart dann irgendwann. Naja, mal gucken. Wie das Rennen läuft. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich heftiges Rennen werden. Ich weiß nicht, wie viele Runden wir haben. Ich glaube, es sind 13 oder 14. So, was übrigens auch demnächst passieren kann, dass einfach Fahrer untereinander das Team wechseln. Ja. So, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen.
Da will ein Red Bull, aber das, da kommen wir, hätten wir jetzt gar nichts machen können gegen den Force India. Aber wir sind Achter. Wir sind, haben unseren Platz behauptet hier. Und vorbei an Sergio Perez schon mal gedrückt. Und der nächste könnte Max, ein, Max Verstappen sein. Der Magnus ist da vorne. Vergiss es, ein Perez. Start. Good job. 14 Runden sind es übrigens. Ja gut, Herr Gasly, der drückt sich da jetzt natürlich noch vorbei. War mir klar, dass ein Red Bull sich vorbeidrücken muss. Aber ich greife da jetzt nochmal an. Ne, diesmal nicht. Bisschen zu weit rausgekommen. Ja, das hat er sonst nicht kassiert. Das ist natürlich wieder schade. Ich hätte gerne diesen 7. Platz behalten. Aber wieder, wenn man mal einen Punkt mitnehmen, wäre das auch super für das Team. Wir haben die erste Runde schon mal weg. So, wir kommen natürlich deutlich besser raus aus der Links. Wir können den Red Bull packen. Kriegen wir es mit dem roten Schatten vielleicht jetzt irgendwie noch den Red Bull kassiert. Erste Kurve. Liebe Leute, wir haben mit einem Williams in den Red Bull gesnackt. Herr Gasly. Wir hängen jetzt natürlich hinter den Verstappen, aber Gasly bleibt dran natürlich an uns. Oh, was ein harter Fight mittlerweile mit dem jungen Franzosen. Deutlich besser rausgekommen aus der Kurve. Einfach am Start herweg. Das war natürlich alles andere als ideal. Damit hat er uns wieder auf jeden Fall. Und wenn wir Pech haben, kriegt uns ja gleich der nächste hinterher. Wir machen natürlich die Lücke zu. Wir halten hier momentan Platz 7, Platz 7 und 8. Also wir sind momentan dabei, entweder 6 oder 4 Punkte zu holen, weil die 6 Punkte natürlich deutlich lieber werden. Aber da war echt was, weil den Flügel echt kaputt ist gemacht. Ne, eigentlich nicht. Sorry, Kollege, aber dich lasse ich da nicht vorbei. Natürlich wieder komplett ranarbeiten. Aber die Reifen, die fressen richtig gerade auf dieser Strecke. Wir müssen wahrscheinlich die Soft, die Soft-Variante nehmen. Don't forget, box this lap. Ja, ja, schon klar. Zack, und schön weggeschoben, der Pisser da hinter mir. Komm her, verpiss dich, lass mich in Ruhe. So, schnell einen Flügel, einen Wechsel auf die Reifen. Wir müssen ja. Weil sonst gehen wir die Reifen auch kaputt.
Ah nein, der nimmt das tatsächlich den Flügel mit vorne. Oh, das kostet mir natürlich richtig wertvolle Position. Ich glaube, die Punkte können wir knicken in diesem Rennen. Das könnte Probleme geben für unseren Helfer, zumindest ihn gepackt. So, ich muss wieder reinarbeiten, nicht? Felsen habe ich ja momentan 19,6 Sekunden. Jetzt muss ich gucken, wie schnell ich da rankomme jetzt an den Kollegen vor mir. Ah, komm, deutlich besser ran. Ich glaube, eine Sekunde haben wir jetzt geholt oder was, ne? Ich hoffe nicht, dass das unmöglich ist. Ich versuche natürlich alles, vielleicht hier wirklich ein sehr starkes, guten Punkt mitzunehmen. Bestzeit Sektor 1. Runter wieder in den vierten. Wahrscheinlich kurz in den achten, geht dann wieder, muss man wieder runter in den vierten. Wie auch hier, hoch in den achten und dann direkt wieder runter in den vierten. In den dritten. Guck mal gerade, versuchen wir es gerade mal aufs Hinkriegen. Ja gut, das ist Russell, ne? Der hat eh sein Problem mit dem Auto. Jeff, sei leise. Say that again, we're having trouble receiving. There's static over the radio. Say again. Jeff, sei leise. Repeat that.
Halt die Fresse, Jeff, Mann. Ich versuche nämlich hier gerade wieder ein bisschen reinzukommen in dieses Rennen. Aber ich wollte auch gerne die Trophäe haben. Also ich will jetzt wieder 18. Ja? Ich weiß nicht, wie bereinigt ich mittlerweile wie bereinigt jetzt mittlerweile das Rennen ist. Weil mein Teamkollege snacke ich mir noch, aber ich versuche natürlich, vielleicht kriegt davor noch einer. Ich weiß, ob der davor schon in der Box war, ob da vorne schon alle in der Box war. So. Da hat sich ein Auto irgendwo kurz mal weggedreht. Platz 12 momentan sind wir nur. Also wenn wir als ein Auto noch kassieren, das wäre unser Teamkollege momentan. Das ist übrigens Grosjean, der sein Auto abstellen muss. Ein Haas also. Komm, George, halt. Fahr. Sorry, aber da fand ich mich auch vorbei annehmen. Dann bin ich jetzt nämlich 11. Jetzt müssen wir doch Gäste kassieren. Ich hoffe, dass davor mindestens einer noch nicht in der Box war. Das wäre super. Oder dann auch bei Platz 11. Ja, gut. Ich vermute, dass da, glaube ich, Minimum einer noch nicht drin war. Ja. War es auch nicht. Norris und Reike, glaube ich. Ne, Weber. Ich hatte es vermutet. Da haben wir zumindest nicht im Flügel wechseln, nur diesen einen Platz an Per Gästi verloren. Beziehungsweise der war ja vorher schon weg vorbei uns. Also ist an Gästi noch einer vorbeigeflogen. Die Frage ist, wer ist denn da vor ihm? Kann eigentlich nur ein Toro Rosso sein. Ich meine, von der Farbe her könnte es Albin sein. Butler ist es. Der auch jetzt in der Box ist. Okay, gap ahead is 10.7 seconds. Gap to teammate behind is 4.7 seconds. Und davor ist noch einer. Also ich glaube,
Dann müsste das die beiden Toro Rosso sein, dann ist Albon davor, dann wären wir mal Siebter. Ja, ich versuche gerade mich ein bisschen reinzuarbeiten in dieses Rennen wieder. Problem, ich bin besser am Angreifen als Verteidigen und ich muss ja auch viel lernen noch. Und nach Australien gebe ich mit irgendwelchen Prognosen noch nicht ab. Ich versuche dieses Rennen einfach so gut wie möglich zu Ende zu fahren. Der Butler davor, der muss Magnussen jetzt auch vorbei. Dann ist das ein Magnussen. Genau, das wollte ich vor. Angst davor meine. So, dann. Das ist ein scheiß Haarnadel, ne? So. Jetzt kriegen wir auch wieder die Lücke ein bisschen hochgezogen zu Nico Hülkenberg.
Ja, vielleicht kann man. Also ich glaube, ran wird schwierig werden, aber vielleicht, vielleicht, liebe Leute, wenn man da. Aber es wird doch schon schwer werden, in der letzten Runde sich nochmal da noch ein Plätzchen zu holen. Okay, jetzt dieser Déjà-vu aus Australien, liebe Leute. Wieder laufen wir auf den Haas auf. Das hat man in Australien genauso. Und da, wie gesagt, hat mir das Lenkrad weggestreikt. Das hat mir nämlich den schönen Auftakt gekostet. Ah, 4 Sekunden, aber das packe ich nicht. Letzte Runde, liebe Leute. Jetzt hoffentlich, dass alles gut läuft hier. Dankeschön, das ist eine Information, die ist auch gut. Ich glaube auch nicht, dass Dings eine Zeitstrafe hat, der Magnussen. Das wäre natürlich super. Ach, da müssen wir auch erstmal 3 Sekunden runden. Versuche gerade wieder ein bisschen den Benzin rauszuholen, nämlich ein bisschen was früher schalte. Das scheint auch zu klappen. Hamilton gewinnt das Rennen mit der schnellsten Rennrunde. Aber, liebe Leute, wir haben unsere ersten Punkte. Wenn alles gut läuft, haben wir unsere ersten 4 WM-Punkte, liebe Leute. 8. Platz. Zumindest mal die ersten Pünktchen geholt. Yes! Ein weiterer historischer Sieg geht heute auf ihr Konto. Das hat das Team von Mercedes super gemacht. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos liegt. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. In einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Aber ich freue mich, wie gesagt, die ersten 8 Punkte. Der ersten 4 Punkte, Entschuldigung, diese Saison. 8. Platz. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Nach einer unglaublichen Leistung sichert sich Lewis Hamilton die Spitzenposition in der Fahrerwelt. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Heute bringst du mich in eine echte Zwickmühle, aber ich glaube, ich entscheide mich für Pierre Gasly. Er hat in Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt und das meiste aus schwierigen Situationen rausgeholt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in der Rangliste gut machen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah, ich glaube, ohne den Flügelwechsel wären wir da auch noch dran gewesen. Ich glaube, dann wären wir sogar 7. Vielleicht mit ein bisschen Glück 6. geworden. Ich weiß nicht, wie lange der Flügelwechsel gedauert hat. Aber wenn seine Führung mal 5-6 Sekunden gedauert haben, dann wären wir da nämlich dran. Dann wären wir nämlich vorbei, wären wir 6. geworden am Ende. Also die Pace hatte das Auto heute auf jeden Fall an diesem Wochenende. Das muss man auch mal sagen. Definitiv.
So, wir gucken mal kurz auf die Fahrer. Wir haben Rangliste, da sehen wir momentan noch Platz 11 und 4 Welpenfühnchen, punktgleich mit Lando Norris. Das ist zumindest mal ein gutes Ding. Und gucken wir mal auf die Fahrerrangliste. Momentan 17 punktgleich mit McLaren, 3 Punkte vor Alfa Romeo und 4 Punkte vor Torso. Natürlich ist da noch gar nichts entschieden. Nach vorne wird wahrscheinlich nicht mehr viel gehen, aber wenn wir Glück haben, schaffen wir es vielleicht so in der Racing Points einzuholen. Aber ja. Aber ich bin erstmal zufrieden, auf jeden Fall, mit dem Auftakt in dieser Saison. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ja, das war einfach geil, Leute. Dieses Rennen hat Sie in der Meisterschaft vor Ihren alten Teamkollegen aus der Formel 2 gebracht. Wie stark ist der Wettbewerb zwischen Ihnen beiden? Ja, gehen wir mal ein bisschen auf Fairness. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Ja, auf jeden Fall, ohne das Team ganz funktioniert das nicht. Rennen, oder? Was? Ich weiß noch nichts. Danke für den Kommentar. Na, wenn wir die Aufgaben holen. Oh, was ein Rennen, ey. Was ein Rennen, liebe Leute. Wir haben Punkte geholt. Wir haben Punkte geholt. Hätte ich niemals für möglich gehalten, wenn ich ehrlich war. Irgendwie hat es das ein bisschen angedeutet. Ab dem zweiten Training lief es dann auf einmal. In der Rivalität momentan mit 9-7. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Genau. So, ich gehe mal kurz in meinen Arbeitsplatz, weil wir müssten. Dann uns nächste Rennwochenende. Und das dürfte dann eigentlich China sein. Ja, ist es auch. Und da sehen wir uns dann am Freitag wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play 2018. 19. Entschuldigung.